Die Schweizerin Wendy Holtener hat ihren WM-Titel in der alpinen Kombination erfolgreich verteidigt. Die 25-Jährige setzte sich im schwedischen Aachen nach der Abfahrt und einem Slalomlauf hauchdünn vor Petra Vlhová, Slowakei, 0,03 Sekunden durch. Bronze ging an Ranhild Mowinckel aus Norwegen, 0,45. Die einzige deutsche Starterin Maike Pfister, Krumbach, 5,75, kam nicht unter die besten 15. Technikerin Holtener lag nach der ersten Teildisziplin noch auf Platz 5. Weil die Abfahrt wegen Schneefalls verkürzt werden musste, waren die Torlaufspezialistinnen wie Holtener und Vlhová gegenüber den Speedfahrerinnen im Vorteil. Dennoch zeigten einige Spezialabfahrerinnen einen beherzten zweiten Durchgang. Die Führende nach der ersten Teildisziplin, Ramona Siepenhofer, schrammte als Vierte knapp an einer Medaille vorbei. Holtener könnte als letzte Weltmeisterin der alpinen Kombination in die Geschichte eingehen. Der Wettbewerb steht bei Großveranstaltungen vor dem Aus.